Was ist eigentlich Plan, Filofaxing, Scrapbooking? Was ist das eigentlich alles? Ja. Also Plan an sich ist erstmal, du nimmst einen Filofax, wir in Deutschland haben immer so einen Filofax, und schreibst alle deine Termine da rein. So ganz simpel, ne? Das ist erst einmal Plan, ne? Du siehst schon, bei mir sieht das gar nicht so normal aus, weil hier klebt noch ganz viel anderes drin. Also hier sind noch Washi-Tape und Sticker und irgendwelche Dinger dazwischen. Also hier ist noch ganz viel drin. Also es ist nicht so ganz richtiges Plan. Also beim Plan geht es darum, dass man etwas dekoriert, etwas schön gestaltet und sich ja fast schon in seinem Planer wohlfühlt, ne, zu Hause fühlt. Da ist alles drin, alles, was dein Leben ausmacht, ist da drin. Deswegen war der nächste Schritt da rein, auch ein Scrapbook zu machen, nur ein ganz normaler Schritt. Was ist Scrapbooking? Ja, Scrapbooking ist in Deutschland gar nicht so bekannt, wie es zum Beispiel in Amerika ist. Scrapbooking dokumentiert dein Leben. Also du machst Scrapbooking, um wirklich ja mit Fotos zu dokumentieren, was am Tag passiert, was ja überhaupt in deinem Leben passiert oder einige besondere Momente, die in deinem Leben passieren. Gescrapbookt wird zum Beispiel ein Geburtstag oder Weihnachten oder ja in Amerika Thanksgiving. Das sind alles so Momente, in denen man das Scrapbook rausholt, in denen man ein Layout gestaltet, sagt man da, und das in sein Buch packt. Ausdrucken lässt, in sein Buch packt. Das Ganze funktioniert einmal digital am Computer, da kann man sein Layout zusammensetzen, oder aber auch hier mit all den schönen Materialien, die es so gibt. Und wir haben das jetzt einfach mal vereint. Wir haben das Planen und das Scrapbooken zusammengepackt und haben im Planer sozusagen Fotos reingeklebt. Das führt dazu, dass man ja seinen Planer ganz individuell gestaltet, weil man immer wieder neue Dinge da rein machen kann. Also man kann im Prinzip nicht nur die Termine reinschreiben. Du siehst schon, mein Planer sieht ganz, ganz wild aus, sondern man kann auch immer so einzelne Fotos in seinen Planer kleben. Und diese einzelnen Fotos zeigen mir eben, was ich an dem Tag gemacht habe. Das ist jetzt hier schon 2 Jahre her. Und wenn ich mir das angucke, dann denke ich, ach ja, der 6. Juli, das war doch das und das. Und da ist das Foto. Und dann fällt mir wieder ein, was da genau passiert ist. Ganz häufig habe ich auch hier reingeklebt, wenn man was Schönes gekocht hat, und habe davon ein Foto gemacht und habe das hier reingeklebt, oder ich habe was Schönes unternommen, dann ist das auch hier drin. Und das alles ist irgendwie mit dem passenden Thema dekoriert und dokumentiert. Und auf diese Weise weiß ich auch heute noch, was vor 2 oder sogar 3 Jahren passiert ist. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, weil so läuft das Leben nicht einfach an einem vorbei, sondern man kann immer wieder mal reingucken und man weiß immer, ja, was so abgegangen ist, ne? was so passiert ist. Und somit bekommt der Planer eine ganz neue Bedeutung. Er ist nicht nach einem Jahr einfach weg, einfach ja beendet, sondern er ist wirklich ein Dokument deines Lebens. Er ist ein Scrapbook auf der einen Seite, das dein Leben dokumentiert, und auf der anderen Seite hält er deine Termine fest und dokumentiert deine Ideen, deine, ja, die Bücher, die du gelesen hast vielleicht, oder ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die du in deinem Planer reinschreiben und dokumentieren kannst, und das macht den Planer eigentlich so wertvoll und so spannend auch, ne? Und deswegen sagt man immer, ja, ich habe meinen Planerfrieden noch nicht gefunden. Ja, was ist das für ein seltsamer Ausspruch? Ja, ganz einfach, man muss das richtige Mittel für sich finden. Ich habe hier alleine schon 4 verschiedene Planer liegen, die werde ich dir gleich auch mal vorstellen. Aber es geht darum, dass man mit diesem Planer immer, ja, immer mal den einen, mal den anderen braucht. Und dann irgendwann kombiniert man alles, damit man den perfekten Planer für sich selber findet, dass man wirklich weiß, okay, dieses Buch, da kann ich mein Leben dokumentieren, da kann ich alles reinschreiben, aber er ist trotzdem klein genug, dass ich ihn mitnehmen kann. Deswegen hatte ich zwischendurch mal so eine Größe, dann hatte ich so eine Größe, schon wirklich ziemlich groß, dann hatte ich so etwas. Also du siehst schon, es gibt ganz viele unterschiedliche Planer, und ja, schlimmer noch, in jedem steckt irgendwas, ganz viel Zeugs drin. Und auch das brauche ich alles, ne? Also Plan ist auf der einen Seite etwas, was mein Leben dokumentiert, auf der anderen Seite etwas, was mich organisiert, und auf der dritten etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht, weil ich schlicht und einfach durch ja schon mal ein wenig dekoriere.